Plakat und wir haben uns heute hier versammelt für Solidarität und Freiheit für Sheikh Al-Mahmoud. Wir sind hier, um seine Freiheit anzufordern und um gegen die Unterdrückung des saudi-arabischen Regimes anzukämpfen und zu demonstrieren. Wenn uns eine Sache in Kerbala gelehrt hat, dann, dass wir die Unterdrückten bekämpfen müssen. Ich bedanke mich. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wir stehen hier vor der saudischen Botschaft. Diese Botschaft nennt sich islamisch. Wir wissen, dass sie sind der Urheber des Salafismus, des Wahhabismus, was mit Islam nichts zu tun hat. Und dieser Scheich, der die Wahrheit verkündet, der ein ehrlicher Moslem ist, der schon, wie ich hörte, 5 Jahre im Gefängnis ist, dieser Scheich soll nun getötet werden. Wir demonstrieren hier und erwarten von der deutschen Regierung, dass sie sich mal einsetzt. Diese Scheinheiligkeit, diese Doppelmoral der Saudis, die ist zum Kotzen, Entschuldigung dieses Wort. Das ist etwas, was unmenschlich ist. Diese Regierung ist schuldig. Es gibt zwei Regierungen, die der Menschheit Schaden zufügen. Einmal die saudische Regierung mit ihrem teuflischen Wahhabismus. Das zweite Mal, muss ich sagen, die zionistische Regierung in Israel. Diese beiden Regierungen. Und wenn wir die deutsche Regierung nicht bald auffordern, dann werden wir auch in Europa ein Desaster erleben. Noch eins, diese sogenannten Moslems, ob Deutsche, Franzosen, die mit den Salafiten paktieren, sie müssen mit Härte bekämpft werden. Ich vermute, dass im Orient wird ein Schulterschluss mit sogenannten ISIS oder IS-Leuten gemacht. Das sind die begraben jede Religion. Sie haben nicht mal etwas mit Glauben an Gott zu tun. Töten von Menschen ist das Schlimmste, was wir machen können. Das steht auch schon in der Bibel geschrieben. Ich bitte euch, werdet wach. Dankeschön.